Nachdem SpaceX nun den ersten Versuch unternommen hat, Starship zu starten und der Start, ich sag's mal so, gewisse Spuren hinterlassen hat, drängt sich mir die Frage auf, wie nachhaltig ein Startplatz auf dem festen Untergrund überhaupt sein kann. Wenn du die Starship-Chroniken halbwegs mitverfolgt hast, dann wirst du mitbekommen haben, dass SpaceX zwei Ölbohrinseln gekauft hatte, die sie zu Hochseestartplätzen umbauen wollten. So verrückt diese Idee vielleicht im ersten Moment auch klingen mag, sie ist gar nicht so verrückt und avantgarde, wie sie erscheint. Wenn es deutsche Ansätze für etwas gibt, dann kann es nicht avantgarde sein, ohne euch 83 Millionen Menschen jetzt zu nahe treten zu wollen. Im Gegenteil, die Idee hat sogar schon so einen Bart. Nicht nur auf dem Papier, denn obwohl es alte NASA-Pläne für eine gigantische Rakete aus den 1960ern gibt, die so gewaltig war, dass man sie nur von hoher See aus starten konnte und wollte, gibt es auch einige realisierte Vorhaben dieser Art. Die Player, die es durchgezogen haben, sind unter anderem China und Russland. Wir schauen uns das alles jetzt einmal in aller Ruhe an. Die Idee, ein Raumschiff bzw. eine Rakete von hoher See aus zu starten, galt als Avantgarde, als der US-amerikanische Raketeningenieur Robert Truax, der damals bei Aerojet angestellt war, 1962 die sogenannte Sea Dragon entwarf. Die Sea Dragon war dermaßen gewaltig, dass man es damals für zu aufwendig hielt, eine feste Startplattform an Land zu errichten. Das kolossale Ding hätte eine Länge von 150 und einen Durchmesser von 23 Meter gehabt. Zum Vergleich, Starships Dimensionen sind 120 Meter Höhe und 9 Meter Durchmesser. Also war die Sea Dragon schon monumental. Sie war als zweistufige, vollständig wiederverwendbare Rakete gedacht. Und obwohl sowohl die NASA als auch eine Schiffswerft gewisses Interesse an dem Projekt zeigten, wurde es niemals umgesetzt. Ich muss an dieser Stelle gleich ein wenig Spekulation einwerfen. Man dürfte wohl damals schon den Gedanken gepflegt haben, dass man eine wiederverwendbare Rakete nur einmal baut und somit kein großes Geschäft in der Herstellung machen kann, wenn man diesen Pfad einschlägt. Also wurden alle derartigen Anstrengungen schnell im Keim erstickt. Das hat der industrielle Komplex um die NASA und die US-Regierung ganz gut hinbekommen, denn es wurde dann zum Standard für rund 50 Jahre, dass man teuer und mühsam gebaute Raketen für ein einziges Mal verwendet und sie nach Gebrauch einfach in den Ozean wirft. Wenn du mich fragst, ist diese strategische Fehleinschätzung der Grund dafür, dass wir heute noch keine Mond- oder Marsbasis haben. Stell dir vor, man hätte in den Anfängen der Luftfahrt keinen großen Bedarf für die Technologie gesehen und Flugzeuge als Einwegprodukt gestaltet. Wo wäre die Weltwirtschaft heute? Das ist eine riesengroße Sauerei, die im Namen des Profits angerichtet wurde. Aber bleiben wir beim Thema Sea Launch. Die Sea Dragon hätte mit nur einem Triebwerk in der Erststufe 36.000 Tonnen Schub erzeugt und 550 Tonnen Nutzlast ins All befördern können. So hätte man die gesamte internationale Raumstation mit nur einem Start ins LEO oder 100 Menschen zum Mars bringen können. Die Idee war, den Koloss in einer Schiffswerft zu bauen, die beiden Stufen im Wasser zusammenzustecken und dann auf hohe See zu schleppen. Auch noch in der Werft hätte man die erste Stufe mit RP-1 oder Raketenkerosin gefüllt. Dann, 50 oder 60 Kilometer von der Küste entfernt, würden die Ballasttanks beim Erststufentriebwerk gefüllt werden, sodass nur mehr die Spitze der Rakete aus dem Wasser ragt. Den Oxidator hätte man vor Ort mit Hilfe von Elektrolyse hergestellt und die Rakete damit befüllt. Auch den Wasserstoff für die zweite Stufe hätte man mit dieser Technik hergestellt. Für den Start selbst hätte man gar keine extra Plattform benötigt. Sie wäre direkt aus dem Wasser heraus gestartet. Damit die Rakete nicht kippt, hätte sie über zusätzliche Hilfstriebwerke an den Seiten verfügt. Nach der Mission wollte man die erste Stufe mit Fallschirmen im Ozean wassern lassen und bergen. Die zweite Stufe hätte man mit einem ähnlichen System wie das Loftit der NASA in die Erdatmosphäre zurückgeholt. Das wohl erfolgreichste Sea Launch Konzept war wohl das Unternehmen Sea Launch mit der Zenit-Rakete. Dabei handelte es sich um einen multilateralen Startanbieter. Die beteiligten Länder waren Norwegen, Russland, Ukraine und die Vereinigten Staaten von Amerika. 1995 wurde das Konglomerat gegründet und zwischen 1999 und 2014 starteten sie 36 Mal. Davon gelten 4 als Fehlschläge.
Nach dem spektakulären Fehlschlag 2007, wo die Rakete ins Loch unter dem Startring fiel, brauchte das Unternehmen nur ein Jahr, um sich davon zu erholen. Ab 2009 war Sea Launch in finanziellen Schwierigkeiten und spätestens als der eine Partner, Russland, einen Teil des anderen Partners annektierte, wurde das Unternehmen stillgelegt. Sea Launch bestand im Wesentlichen aus dem Kommandoschiff, dem Sea Launch Commander, und der Ocean Odyssey, einer 30.000 Tonnen schweren schwimmenden Ölbohrinsel. Diese Bohrinsel wurde erst nach einem Brand zur Startplattform umgebaut. Das heißt, die Fehlstarts auf der Plattform waren nicht die ersten Brände, die sie erlebte. Bevor wir nun beleuchten, wie sich das Sea Launch Drama entfaltete, geht noch ein riesiger Dank raus an alle meine Supporter von Mars Chroniken. Ihr macht es möglich, dass ich den Kanal betreibe. Damit es auch nachhaltig funktioniert, brauche ich noch mehr Supporter. Also werde auch du Teil der Supporter-Community und erhalte exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Ein Like und Kanalabo sind auf jeden Fall kostenlos und helfen enorm. Danke dir! Und jetzt zurück zum Sea Launch Drama. Nach der Stilllegung des Programms saß das Kommandoschiff etwa 11 Jahre im Hafen in Südkalifornien, während noch Streitereien vor Gericht ausgetragen wurden. Denn es waren 1,5 Milliarden US-Dollar seitens der beteiligten Unternehmen investiert worden und es waren noch etwa 500 Millionen an Schulden einzutreiben. Das hat sich dann tatsächlich auch geklärt und die offene Summe wurde beglichen. 2021 hat Russland das Kommandoschiff dann nach Wladiwostok gebracht und angekündigt, dass sie eine neue Anstrengung unternehmen, von hoher See aus starten zu können, da das für Russland strategisch besonders wichtig ist. Aus Russland selbst können sie fast nichts in geostationärer Orbit schicken. Oder nur mit vielen Effizienzverlusten. Der Grund für diese Ankündigung ist nicht, weil Putin es so cool findet, wenn Raketen vom Ozean aus starten, sondern weil sie so die Möglichkeit bekommen, in der Nähe oder direkt am Äquator zu starten. Auch Sea Launch war das Ergebnis des Zusammenfalls der Sowjetunion. Denn nach dem Zusammenfall war das Kosmodrom Baikonur plötzlich nicht mehr in der Union, sondern in Kasachstan. Und nachdem Russland nicht mehr besonders gut ist mit der Ukraine und viele Teile der Zenit aus der Ukraine kamen, braucht Russland jetzt eine neue Rakete für diese Zwecke. Übrigens, die Zenit nutzte die gleichen Triebwerke wie die Atlas V von der ULA. Das sollte Bände sprechen. Und weil wir schon bei der ULA sind, ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten von Sea Launch war auch, dass einer der Beteiligten, nämlich Boeing, die heute Teil von ULA sind, 1997 mit McDonnell Douglas fusionierte und mit dem Bau und Betrieb der Delta-Raketen begann. Das reduzierte natürlich ihr Commitment zu Sea Launch. Im Endeffekt machte sich Boeing damit selbst Konkurrenz. Aber wir sind komische Entscheidungen von Boeings Management schon gewöhnt. In den 15 Jahren des Betriebes konnten die Beteiligten unzählige Experimente und Studien durchführen und viel Erfahrung sammeln. Wer jetzt erst vor 3 Jahren damit angefangen hat, Erfahrung in dem Bereich zu sammeln, ist China. Seit 2019 haben sie mindestens 4-mal ihre Lange Marsch 11-Rakete von einem umgebauten Frachtkahn aus gestartet. Dabei beschränkt sich China nicht nur auf einen Startplatz, sondern experimentiert im Gelben Meer, dem Ostchinesischen Meer und vor der Küste von Haiyang. Diese Fähigkeit ist für China auch besonders wichtig, da viele ihrer Raumfahrthäfen im Landesinneren sind, was das Risiko birgt, dass ihre Raketen auf ihre Bevölkerung fallen. Laut CGTN hat China inzwischen mehrere solcher Plattformen, sodass sie in Rotation die Startzyklen kurz halten können. Die GOSA, also die German Offshore Spaceport Alliance, ist der deutsche Versuch, einen Startplatz in der Nordsee auf einem Schiff einzurichten. Seit der Entstehung des Vorhabens hat man leider nicht mehr besonders viel davon gehört. Es gab einige Absichtserklärungen, aber die neue deutsche Bundesregierung bzw. deren Raumfahrtbeauftragte Anna Christmann scheint kein großer Freund dieser Initiative zu sein. Laut Christmann eignen sich die Standorte in Schweden oder Norwegen besser. Ich glaube aber, dass sich hier die Redundanz und Souveränität außer Acht lässt. Das kommt aus einer falschen Bescheidenheit heraus. Darüber habe ich schon berichtet. Die Beiträge dazu sind heute noch aktuell und sind in der Videobeschreibung unten verlinkt. Ob das noch was wird, ist unklar. Deswegen schauen wir uns lieber an, welche Anstrengungen es sonst noch in dem Bereich gibt. Interorbital ist ein solches Unternehmen, das plant, ihren Microlauncher von einer Hochseeplattform aus zu starten. Sie planen aber auch 2 größere Raketen.
Wenn Sie erfolgreich Erfahrungen mit den Frachtkähnen sammeln, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Sie auch Ihre größeren Träger vom Ozean aus starten. Interorbital gibt es schon seit 1996 und es gibt nur ein Video von einem Testflug der Oberstufe. Daher weiß ich nicht, wie ernst man sie jetzt wirklich nehmen kann. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir SpaceX's Versuch beleuchten, ihr Starship Super Heavy System von Plattformen auf hoher See auszustarten. 2020 hatten sie über eine Tochtergesellschaft zwei ausgemusterte Tiefsee-Ölbohrinseln für jeweils 3,5 Millionen US-Dollar von Valaris erworben. Einem Unternehmen, das damals pleite gegangen war. Bedenkt man, dass solche Bohrinseln mehrere hundert Millionen US-Dollar kosten, war das schon ein Schnäppchen. Sie benannten die beiden nach den beiden Marsmonden Phobos und Deimos. Soweit, so gut. Einer der beiden Inseln wurde in den Hafen von Brownsville gebracht, wo Mitarbeiter damit begannen, erst einmal alles zu demontieren, was nicht für einen Starship-Start gebraucht wird, was so ziemlich alles war. Hier auf dem Bild sieht man die beiden nebeneinander. Es ist schön zu sehen, wie nackig der eine schon ist im Vergleich. Währenddessen wurde die andere Plattform nach Pascagoula, Mississippi gebracht und stand dort blöd in der Gegend herum. Dann stagnierten auch die Arbeiten in Brownsville und vor einigen Wochen dann verkündete Gwynne Shotwell, dass sie die beiden Bad Boys verkauft haben. Nicht, weil sie kein Interesse mehr daran haben, Starship vom Meer aus zu starten, sondern weil die beiden Plattformen einfach nicht das Richtige waren für SpaceX's Ambitionen. Sie waren gute Plattformen, um zu lernen und daran zu wachsen, aber Verwendung würden sie nie finden. So wie ich SpaceX kenne, haben sie bereits etwas Eigenes in den Startlöchern und werden einfach selbst etwas entwerfen. Vorerst ist die oberste Priorität, Starship betriebsbereit zu bekommen. Alles andere hat Nachrang. Das Sea-Launch-Problem wirkt auch nur auf den ersten Blick simpel. Aber je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Probleme tun sich auf. Hier einige dieser wunderschönen Probleme. Wir haben nun gesehen, was für eine gewaltige Macht hinter den Triebwerken des Super Heavy Boosters steckt. Wenn man bei jedem Start diese Kräfte ins Wasser unter der Plattform leitet, dann kochst du nicht nur jedes Mal das Wasser darunter, sondern auch alles, was sich darin befindet. Nebenbei hat heißes Wasser eine andere Dichte und somit Auftrieb als kaltes Wasser. Das kann auch noch zu Unregelmäßigkeiten führen. Und selbst wenn uns die Lebewesen und die Wasserdichte egal wären, das Verdampfen des Salzwasser ist ein Albtraum, was Rost und Korrosion angeht. Und wie willst du überhaupt den Treibstoff in diesen Mengen herbeischaffen? Wir haben ja gesehen, was für eine gigantische und komplexe Tankfarm notwendig ist, um dieses Gerät zu betanken. Wo integriert man die Nutzlasten? Baut man hier einen Flame Diverter ein, um so die oben genannten Probleme zu umgehen? Dann wird eine stehende Plattform plötzlich zu einer fahrenden Plattform. Also je mehr Gedanken man sich dazu macht, desto wilder wird die ganze Angelegenheit. Deswegen wird sich SpaceX zur richtigen Zeit darauf stürzen mit allem, was sie haben. Jetzt ergibt es einfach keinen Sinn, mit ein paar Leuten halbherzig daran zu arbeiten. SpaceX ist immer am schnellsten vorangekommen, wenn das ganze Unternehmen auf eine einzige Sache fokussiert war. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.